Sehr skurril, aber ich denke, es wird irgendwo bei den Batterien sein. Also erforsch bitte zuerst Schwefel. Für Schwefel brauchst du Öl-Processing. Ja, komm, erforsch. Ist okay. Dann brauchen wir noch eine Eisenkiste, einen Langarm. Und du stehst da ungünstig. Na, Eisenkiste. Ach so, wir müssen das Untergrunddingens da noch wieder hinstellen. So, und wir müssen die ganze Fabrik drehen. Jetzt klappt das. Ja, sehr gut. Und jetzt müssten wir mehr als genug Strom haben. Kohle wollte ich noch neu abholen. Und gucken, ob alles so läuft, wie es laufen soll. Da unten haben wir Kohlemangel. Ernsthaft? Was ist denn da passiert? Arbeite. Achso, keine Kohle mehr. Aha, das erklärt's ja. Du runter. Da. So. 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 Kohle. Ein. Kohle. Ein. Und alles läuft. Sehr gut. Raus, 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 raus. Du bist alle und hast nur noch Zeug drin. Komm mit, komm mit. Komm mit. Ihr habt noch genug. Kupfer muss ich da nochmal gucken. Du staust dich. Ja, hier staut sich ziemlich viel. Wir bauen dich mal hier ab. Und bauen dich daran. Nur sieht das gleichmäßig staut. Das ist also okay. Hier machen wir später eh dicht, sobald das ganze Eisen abgebaut wurde. Du stelltest mal Munition her, aber ich habe die irgendwie ausgeschaltet. Das ist okay. Ihr kommt mit. Hier ist noch Kupfer. Ja, komm, machen wir euch voll. Aber das mit den höheren Stackgrößen, gerade bei Kohle, ist echt super. Das kann man stundenlang unbeaufsichtigt lassen und das brennt weiter. Und ihr macht fleißig euer Ding. Nee, sehr schön. Also, das ist alles so, wie es sein soll. Stein häuft sich hier auch. Und Ressourcen häufen sich. Und Chips häufen sich. Oh, guti, 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 guti. Das da. So, also wir haben jetzt grüne Chips. Das heißt, wir können Ärmchen herstellen. Tun wir auch. Und die Ärmchen lagern sich da hinten an. Das heißt, auch das sollte man ein bisschen weiter runter. Wir haben jetzt Ärmchen und Fließbänder. Die brauchten wir für die da. Für die grünen Science Packs. Und die werden auch schon gebaut. Regelmäßig. Gut. Was müssen wir jetzt noch automatisieren? Ich wollte noch die schnellen Ärmchen und die grünen Ärmchen, aber die sind nicht ganz so wichtig. Das könnten wir notfalls, glaube ich, auch noch vorerst zumindest von Hand machen. So lange, bis wir auf die hellblauen Tränkchen umschalten. Weil die brauchten das halt. Aber bis wir hellblau sind, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Mauern. Ich hätte gern Mauern. Haben wir hier noch was frei? Nicht so wirklich. Wo packe ich Mauern hin? Mauern brauche. Also erstmal Ziegel. Ziegel ist wieder was anderes. Ziegel könnten sogar ein Fließband bekommen, aber es ist ein sehr unwichtiges Fließband. Also denke ich, haue ich hier mal eine Fabrik hin. So. Mach dann hier so einen Knick rein, dass die Fabrik nach. Ah, hier ist das ganze Öl. Näm, 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 näm. Das ist nicht gut. Also gar nicht gut. Das wird mit das größte Problem sein, dass wir es immer versuchen wieder zu optimieren. Und wir werden andauernd Sachen rausreißen und neu aufbauen müssen. Ist halt alles nicht so schön wie bei den Robotern, wo man sagen könnte, du hol das einfach von da hinten ab und bringst dahin. Wie, ist mir vollkommen egal, das ist dein Job, nicht meiner. Das war super bei den Robotern. Man hatte zwar gar keinen Zugriff mehr auf selber Rohstoffe, aber das war dann okay. Wenn die Roboter gnädig waren, hat man was zugeflogen bekommen und dann war gut. Aber ja, hier ist das wesentlich mehr. Man muss wesentlich mehr nachdenken, bevor man die Sachen aufbaut. Und das ist für mich ein bisschen problematisch, weil ich mache das Ganze ja on the fly quasi, während ich drüber rede.
Das wird recht viel schief laufen. Aber ihr seid ja schön schon dabei, Kommentare zu schreiben und mir Tipps zu geben und so weiter. Und ich denke, zusammen kriegen wir es auch einigermaßen hin. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte Mauern herstellen und ich wollte Ziegeln herstellen. Ziegel. Hier. Du nimmst... machst du bitte Ziegel... Ich kann auch keine Stone Bricks erforschen. Und du brauchst Wasser dafür? Ernsthaft? Warum? Was? Und ich muss das in einem Schmelzofen machen. Das ist neu. Und wie viel verdammte... Warte mal. Guckt euch mal, wie viele Schmelzöfen das gibt. Okay, das eine ist der Standard-Schmelzofen, den wir schon haben. Das andere ist der zweite kohlebetriebene Schmelzofen. Und davon gibt es wohl mehrere Abstufungen. Und danach kommt unten der elektrische. Und der hat auch noch Upgrades. Okay. Das heißt, ich müsste irgendwie Wasser zu einem Schmelzofen bringen, den Schmelzofen durchgehend mit Kohle versorgen, um so an meine Ziegel zu kommen. Das finde ich jetzt nicht so super. Aber okay. Ich hätte gerne... einen Schmelzofen. Ich mache das erstmal so, dass wir den Schmelzofen immer noch von Hand befüllen müssen. So, du. Du bekommst jetzt 200 Kohle, das reicht eine Weile. Dann bräuchten wir... Wie kriegen wir Wasser darunter? Ah, von hier hinten, okay. Du da. Das muss weg. Weg, weg, weg. So, dann brauche ich noch ein paar von den Steam Engines. Und zwar die da. Drei Stück müssten, glaube ich, reichen. So, dann kommt hier einer hin und da einer hin. Naja, eins so weit links. So, so, so. Sie haben keinen Strom, das ist vollkommen egal. Ich baue sie nur auf, damit ich weiß, wo welche Röhre hinkommen. Denn wäre hier normalerweise ein Runtergang. Aber da das Ganze jetzt hier eh durch die Ader unterbrochen ist, ist das nicht so schlimm. Wir machen hier jetzt ein normales Rohr, wovon ich immer noch keine habe. Bau, bau, ganz viele davon. So. Und machen einen Klick nach unten. Und dann kann hier später ein Untergrundrohr hin, dass er nach hinten raus wird oder was auch immer. Das Rohr... führt nach unten. Und zwar dahin. Untergrundrohr, Untergrundrohr. Das geht da runter und kommt... das passt nicht. Okay, Ziegel müssen dann wohl hier oben hergestellt werden. Was sogar eine sehr gute Idee ist, wo ich drüber nachdenke. Da ist mehr Platz und wir können es eher zu den Seiten auslagern. Das war übrigens noch ein Hinweis aus den Kommentaren. Wir könnten hier so eine Art Schachbrettmuster machen. Also nicht nur eine Nord-Süd-Orientierung mit den Hauptschlagadern, sondern auch diese seitlichen Wege, wie ich sie hier einfach mal so reingeklatscht habe. Aber die könnten wir auch ganz regulär machen. Also keine Ahnung, alle vier von den Strommasten, also immer vier Strommasten abwarten, dann kommt eine Ost-West-Orientierung. Dann wieder vier Strommasten abwarten, wieder eine Ost-West-Orientierung. Um so halt Ressourcen, die nicht mehr ganz so häufig benutzt werden, auszulagern. Das klingt nicht schlecht. Müssen wir gucken, wie wir das umsetzen könnten. Jetzt allerdings erstmal dich irgendwo hier hin. Ja, so. Kriegst wieder deine 200 Kohle. Kriegst dein... Oh, warte, wir können ihn nach unten setzen. Das Ärmchen kann trotzdem da sein. Kriegt trotzdem Strom. Genau. Und was passiert, wenn wir das jetzt einfach so machen? Wir kriegen auch Steine. Was zur Hölle? Warum wollt mich das Ding verarschen? Du. Oh. Hä? Warum braucht das jetzt kein Wasser mehr? Sehr komisch. Aber okay. Habe ich kein Problem mit. Du produzierst bitte einfach nur
hier Steine. Und tust sie auch auf kein Fließband, das ist nur im Weg. Wir haben momentan noch nicht wirklich viele Sachen, die Steine brauchen. Und du machst da die Steine. Und später machen wir dann irgendwo noch eine Fabrik, die die Steine zu Mauern verarbeitet. Aber das reicht mir so erstmal. Wir haben keine Steine mehr. Hatten wir nicht irgendwo eine Steinmine? Oh, und ich brauche überall Licht, fällt mir gerade auf. Mehr Licht bauen. 5 Chips für 5 doofe Lampen. Das ist doch albern. Aber gut. Licht. Du weg. Du weg. Komm, sitz ordentlich. So. Also wir hatten Licht. 1, 2, 3 Abstand, Licht. Licht, 1, 2, 3 Abstand, Licht. Die hier sind komisch positioniert. Oh, na gut. Ja, Licht, 1, 2, 3 Abstand, Licht. Die neuen Lampen sind super. Okay. Das hier läuft alles so weit, wie es laufen soll. Die Schmelzöfen kommen nicht hinterher, das ist okay. Kommen später bessere. Eisenplatten haben wir eigentlich langsam genug. Stauen die sich nicht mal irgendwo? Doch, hier hinten. Sehr gut. Strom ist okay, das ist okay. Mauern. Gib mir ein paar. Ich mache davon von Hand schon mal... Wow. Ist das auch erhöht worden? Dass man jetzt mehr Steine braucht für Mauern? Das sieht irgendwie garstig aus. Und ich brauche unbedingt Repair Packs, um mal... Ja, bauen wir Repair Packs. Ich würde ganz gerne die Türme, die ich habe, alle reparieren. So, wo landet ihr da? Chip. Chip. So, dass nirgendwo mehr irgendwo eine Anzeige ist. Die Geräusche sind auch neu. Sehr schön. Also, ihr kommt alle mit, dann können wir euch nämlich wieder stacken. Und ihr seht im Inventar nicht so komisch aus. Genau. Muni ist okay, ist nicht besonders viel. Forschung tickert durch, ist gleich fertig und wir könnten gleich anfangen mit Öl. Oh Gott! Ihr wisst noch, wie das in der letzten Welt war mit Öl. Es war echt viel Arbeit und Platz und was weiß ich. Wie machen wir das hier? Also erstmal können wir jetzt die blauen Sachen erforschen. Wir können den tollen nächsten Hochofen erforschen. Plastik, Schwefel, Sprengstoff, bessere Rüstung. Erforscht mal bessere Rüstung, bitte. Währenddessen baue ich die ersten Pumpjacks. Brauchen Stahl. Ah, Stahlproduktion. Stahl ist auch ein sehr wichtiger Werkstoff. Den könnten wir also mit hier auf... Liegt da irgendwas drauf? Nein. Könnten wir hier auf die Innenseite packen von dem Chip-Zeug. Wir nehmen also einfach einen Schmelzofen. Obwohl wir keinen Stein mehr haben. Stein. Schmelzofen. Tun ihn irgendwo hier zwischen. Da. Geben ihm wieder 200 Kohle. Dem ein kleines Ärmchen und geben dem dann ein... Es kommt nicht hin. Stopp. Also schön, dass du Stahl produziert hast. Aber wir kriegen das nicht dahin. Nimm ein langes Ärmchen. Nimm das von da. Tu das dann von da aus... Nein. Okay, nächster Versuch. Nimm das von hier. Ja, damit müsste das gehen. Das geht jetzt auch nur dank Ditec. So. Damit produzierst du Stahl. Brauchst du immer noch 5 pro? Muss ich mir mal kurz mal angucken.
Das tickert jetzt ganz kurz durch. Und wenn es durchgetickert ist, dann gucke ich mal, ob das jetzt von 10 auf 5 springt. Das war nämlich vorher, glaube ich, so. 10, 5, ja. Also da hat sich nichts verändert, das ist schon mal gut. So, und jetzt von hier aus muss es auf das Fließband auf die Innenseite. Also noch so ein komischer hellroter. Der da, glaube ich. Half-Output. Jo. Sehr schön. Die-Tech-Inserter-Ärmchen sind super. Okay, also wir haben jetzt Stahl, der sich staut. Wir haben grüne Chips, die sich stauen, was unerträglich ist für mich anzuschauen. Also nehme ich sie mal alle mit. Damit da, ne, kein Verlust aufsteht. Was könnten wir noch machen? Wir könnten noch mehr grüne Tränke produzieren. Oder rote, je nachdem, was gebraucht wird. Weder noch. Dann bräuchten wir wohl mehr Forschungsdinger.